Herzlich willkommen beim Podcast Modern Work trifft Arbeit Education Edition. Mein Name ist Selina und du bist hier richtig, wenn du dich für New Work, modernes und agiles Arbeiten interessierst. Heute beschäftigen wir uns mit dem Definition of Done. Im agilen Umfeld spielt dies eine entscheidende Rolle. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Begriff, der die Kriterien und Anforderungen beschreibt, die erfüllt sein müssen, damit ein Arbeitsabschnitt oder eine Aufgabe als abgeschlossen gilt. Die Definition of Done ist somit eine Liste von Kriterien, die festlegt, wann eine Aufgabe, ein Feature oder ein Projektabschnitt als vollständig und bereit für die Abnahme gilt. Sie dient als Richtlinie für das Entwicklungsteam und ermöglicht es, einheitliche Standards für die Fertigstellung von Arbeitseinheiten festzulegen. Eine klare Definition of Done ist von entscheidender Bedeutung, um Missverständnisse im Projektteam zu vermeiden. Indem klare Kriterien für die Fertigstellung festgestellt werden, wird sichergestellt, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis davon haben, wann eine Aufgabe als erledigt betrachtet werden kann. Dies fördert die Effizienz, Qualität und Transparenz im Projektverlauf. Doch was sind nun die Bestandteile einer guten Definition of Done? Wir teilen es in messbaren Kriterien, Akzeptanzkriterien und Teamkonsens. Die messbaren Kriterien sollten klar und quantifizierbar sein. Zum Beispiel könnte sie beinhalten, dass alle Code-Reviews abgeschlossen sind, alle Tests durchgeführt wurden und das Feature benutzerfreundlich ist. Die Akzeptanzkriterien beschreiben detailliert, welche Funktionalitäten oder Eigenschaften das fertige Produkt aufweisen muss, um den Anforderungen des Kunden zu entsprechen. Im Teamkonsens geht es auch darum, dass die Definition of Done in Absprache mit dem gesamten Team erstellt werden sollte, um sicherzugehen, dass alle beteiligten Personen einverstanden sind und ihre Anforderungen berücksichtigt werden. Die Vorteile einer klaren Definition of Done sind vielseitig. Ein Vorteil ist die Qualitätssicherung. Durch einheitliche Standards wird eine höhere Qualität der Ergebnisse sichergestellt. Ein weiterer Vorteil ist die Effizienz. Das Team arbeitet zielgerichtet und kann sich auf die Erfüllung der definierten Kriterien konzentrieren. Die Definition of Done bietet auch Transparenz. Stakeholder und Kunden wissen genau, wann sie mit einem abgeschlossenen Ergebnis rechnen können. Eine gut definierte Definition of Done schafft somit Klarheit, fördert die Zusammenarbeit im Team und trägt dazu bei, erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Indem sie Kriterien für die Fertigstellung von Aufgaben setzt, bietet sie Orientierung und Sicherheit. Nun heißt es dir als Zuhörerin, Danke zu sagen. Danke, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn du keine Folge unseres Podcasts verpassen möchtest, folge uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Gerne darfst du auch unseren Podcast weiterempfehlen. Und nun hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.